Radio Taiwan International. Reise durch Taiwan. Hallo und herzlich willkommen zum Reisemagazin von Radio Taiwan International. Ich bin Kirill. Mein nächster Gesprächspartner ist auch schon hier neben mir, der Sergio. Hallo. Hallo, guten Morgen. Ja, wie geht's dir, Sergio? Bist du guter Dinge? Du willst uns mal ein bisschen was von deiner Reise durch Taiwan erzählen? Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Das wäre super. Ich habe neulich eine Reise in Taiwan durchgeführt mit dem Auto. Und es war sehr interessant, schön, manchmal anstrengend sogar. Und ich bin sehr froh darüber, erzählen zu dürfen. Hm. So erstmal über dich. Also der Name Sergio weist schon ein bisschen darauf hin. Du bist nicht aus Deutschland, du bist ursprünglich aus Spanien, richtig? Ja, ganz genau. Ich komme aus dem Baskenland in Nordspanien, wobei ich in Barcelona geboren bin. Aber meine Familie kommt aus dem Baskenland. Ich war auf der deutschen Schule Barcelona. Und da habe ich natürlich Deutsch gelernt. Plus, ich habe in Deutschland studiert. Also deswegen kann ich Deutsch. Aber ich bin ursprünglich Spanisch und rein Spanisch. Mhm. Ja. Sprichst du Baskisch, Katalanisch? Sprichst du das? Ach, ja, das ist eine gute Frage. Ich spreche Katalanisch, kein Baskisch leider. Baskisch ist eine sehr schwierige Sprache. Einige meiner Familienmitglieder können es, aber ich nicht. Aber Katalanisch, ja. Mhm. Okay. Was hat dich denn nach Taiwan verschlagen? Warum bist du in Taiwan? Mehreren Gründen. Ich war schon lange in Asien. Ich bin seit über 15 Jahren in Asien. Und ich fand Taiwan immer super und sehr interessant. Nicht nur geschäftlich. Es gab so viel zu tun in Taiwan. Taiwan ist der Zentrum von Manufacturing in Asien und weltweit, und ich hatte geschäftlich immer hier Dinge zu tun. Plus die Insel ist wunderschön, und darüber werde ich jetzt ein bisschen erzählen, wegen meiner Reise in der Insel. Und auch die Leute. Ich muss sagen, ich finde die Leute in Taiwan sehr nett. Eine Mischung zwischen asiatisch, chinesisch, japanisch, irgendwie eine sehr optimale Kombination. Und ja, deswegen wollte ich nach Taiwan, und ich habe es gemacht. Dein Business hier ist ja, wie ich gehört habe, so auch ein bisschen in Umweltsachen, Umweltbelangen. Es geht darum, CO2 zu binden, aus der Atmosphäre Staub zu saugen und sozusagen zu binden. Ist das richtig? Ja, ganz genau, das ist richtig. Also wir sind im Bereich Kohlenstoffspeicherung tätig. Das heißt, in anderen Worten, wir speichern, wir holen Kohle, Carbon Dioxide aus der Atmosphäre, und wir speichern es. Und das ist nicht nur sehr gut für den Planet Erde und für Global Warming, sondern auch, das ist auch sehr interessant für die taiwanesische Unternehmen, weil Taiwan, wie wir alle wissen, Taiwan produziert viel. Mhm. Und diese Produktionen kommen normalerweise mit viel Kohlenstoffemissionen in die Atmosphäre. Bald werden die taiwanesischen Unternehmen sowieso gewisse Steuer an Europa zahlen müssen, zum Beispiel wegen CBAM, Cross-Border Adjusted Mechanism. Das heißt, ja, die werden sauber machen müssen, das, was sie sozusagen schmutzig gemacht haben oder machen werden. Mhm. Ja. Und das ist ja auch schon so ein bisschen der Übergang zu deiner Reise, das hast du mit dem Auto gemacht. Aber das sei dir ja vor allem verziehen, denn hier dein Unternehmen oder dein Beruf investiert ja viel darin, dass Kohlenstoff wieder aus der Atmosphäre rausgenommen wird. Deswegen sei dir auch verziehen, dass du dann halt mit dem Auto mal Taiwan erkundest. Okay, reden wir mal über deine Erkundungsfahrt von Taiwan. Die ging ja wirklich von Nord nach Süd. Taipei fing es an und endete in Kaohsiung. Aber die war nicht ganz geradlinig, war also abseits der Autobahn. Ist das richtig? Ja, ganz genau. Also zunächst mal danke für die Verzeihung, dass ich in meiner Reise schmutzig gemacht habe, natürlich. Ich bin mit dem Auto gefahren, nicht mit dem Zug oder was anderes, nicht mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Das heißt, in meiner Reise habe ich Kohlenstoff, nicht viel, aber ein bisschen Kohlenstoff in die Atmosphäre reingetan. Aber gut, dafür
Dafür bin ich im Geschäft des Saubermachen. Das heißt, ich kompensiere mehr als genug das, was ich in dieser Reise imitiert habe. Aber manchmal brauchen wir auch so unser kleiner Spaß. Ja. Und mein kleiner Spaß in dem Fall war eine Autoreise von oben nach unten, von Norden nach Süden in Taiwan über die Berge. Keine Autobahnen, nur Berge, Nebenstraßen, viel Freude am Fahren, aber auch manchmal viel Mühe und viel Geduld mit den taiwanesischen Regularien, muss ich sagen. Ach so, ja, okay. Also ich stelle mir das ja so vor, dass es dann eher so kurvige Straßen durch die Berge sind, wo man auch vielleicht, es gibt ja Leute, die da sehr empfindlich sind, die schnell, wie man auf Englisch sagt, carsick werden, wenn man zu viel rumkurvt. Ich kenne das von meiner Mutter und von vielen Verwandten, die würden das jetzt nicht so leicht wegstecken. Aber für dich kein Problem, dass du auch viele kurvige, bergige Straßen fährst? Oder, ja, okay, also es gibt Leute, deren Magen hält das nicht so aus, wie ich das aus eigener Erfahrung weiß. Aber okay, deswegen... Aber du wolltest auch das Land so richtig kennenlernen. Das tut man halt abseits der Autobahn, abseits der Hauptverkehrsstraßen oft. Da kriegt man dann schon Einblicke, die man anderswo nicht bekommt. Also wo ging deine Reise so entlang? Ja, also ganz genau. Es gab viele Kurven, aber ich hatte keine Eile. Ich bin langsam gefahren. Manchmal bin ich auch schnell gefahren, muss ich zugeben. Immer unter den Geschwindigkeitsgrenzen, ganz natürlich. Ich habe Taipei verlassen. Ich hatte einige freie Tage und ich bin nach Baling auf dem Berg hoch über Taipei und dann irgendwie Richtung Taoyuan und dann ein bisschen Google Maps und mit der Hilfe von Google Maps immer so eher Nebenstraßen gefunden. Und dann ich glaube, das war die Nummer 7, ne? Hoch bis Baling. Ja, die ist so ein kleiner Geheimtipp, die Nummer 7, habe ich schon öfters gehört, das wäre so eine szenische Route, ja, okay. Ja, also ich muss sagen, das war der erste Tag und ich hatte viel Vorfreude auf die Reise, weil ich wusste, ich hatte einige Tage vor mir. Aber es ist wirklich wunderschön, also wie die Alpen. Ohne Schnee natürlich, aber super hohe Gebirge, tolle Straßen, in einem guten Zustand, muss ich sagen. Also die Straßen waren normalerweise in einem sehr guten Zustand, also keine Löcher und so weiter, so wie ich in anderen Ländern in Asien erfahren habe. Und ja, es war wunderschön, aber irgendwann mal ist es ein bisschen dunkel geworden und ich wollte runter auf die andere Seite, aber... Ja, das war die erste Überraschung. Die haben die Straße zugemacht, irgendwann mal um 17 Uhr. Nach dem Motto, 17 Uhr ist schon zu spät zum Fahren oder eventuell gefährlich oder ich weiß es nicht. Und dann muss ich irgendwo schlafen da auf dem Berg. Ach so, also es kann sein, dass die Straßen alle schlecht beleuchtet sind und dass in so bergigen Regionen dann bei Dunkelheit die Unfallgefahr dann doch erhöht ist. Man sperrt dann die Straßen ab. Ja. Ach so, okay. Ja, ja, das könnte ganz gut der Fall sein. Ne? Und dann am nächsten Tag, die Straße war offen. Die haben die Straße um 11 Uhr morgens aufgemacht und dann bin ich die Straße gefahren. Ich muss sagen, ich habe da keine Gefahren gesehen, aber eventuell nachts gäbe es doch. Ich weiß es nicht. Aber dann bin ich runter Richtung Datong gefahren. Ne? Mhm. Und Datong, das ist irgendwie alles flach und das ist so eine Straße, die Nummer 7 auch, glaube ich, 7 bis oder irgendwas. Und das ist so wie ein Tal, ziemlich flach und der geht Richtung Lishan. Mhm. Ne? Die Straße geht Richtung Lishan, also Mount Silvia bleibt rechts. Und wenn man auf dieser Straße bleibt, wie gesagt, am Anfang, also runter nach Datong nach, geradeaus nach unten zum Süden, es ist sehr flach und wirklich wie die Pampa. Also man könnte nicht denken, dass man in Taiwan ist. Also da gibt es wenig und es ist relativ trocken und an dem Tag war es eigentlich sehr trocken und sehr sonnig.
mit einem Fluss rechts von der Straße, wenn man zum Süden fährt. Und es war wunderschön. Also ich muss sagen, es war toll. Ne? Natürlich aufgehalten zum Essen, Nudels und alles, was da so anzubieten ist. Und dann hoch auf Alishan. Ne? Mhm. Und von Alishan wollte ich direkt, weil das war doch eine Reise zum Fahren. Ne? Mhm. Da wollte ich runter nach Hualien. Aber da kam die zweite Überraschung, die sehr ähnlich zur ersten Überraschung war. Und zwar die Tatsache, dass die Straße nach Alishan irgendwo nach 16 Uhr gesperrt war. Aha. Und da konnte man nicht mehr runterfahren. 16 Uhr, 15 Uhr, 16 Uhr, 17 Uhr, 18 Uhr. Dann bis zum nächsten Tag. Ne? Da habe ich irgendwo gesucht, wo man schlafen konnte. Aber da in Alishan ist es sehr hoch, also 2500 Meter oder ich weiß nicht mehr ganz genau wie hoch, aber sehr hoch. Und nachts waren wir unter 0 Grad. Ne? Also ja. Es war wirklich, wirklich kalt. Und ich muss sagen, in Taiwan, die Flüssigkeiten vom Auto haben normalerweise nicht unbedingt Frostmittel. Ja. Ne? Also die in Europa benutzen wir das immer. Ne? Also ja. Gewisse allem, Dinge, damit die Flüssigkeiten nicht frieren. Vor allem im Winter, ja. Richtig. Im Winter, ne? Ja. Weil in Taiwan geht man davon aus, dass man nicht so hoch fahren würde im Winter und sogar noch schlafen würde oder so, ich weiß es nicht. Aber ja, ich hatte ein paar Probleme mit Flüssigkeiten, die gefroren waren. Und dann, aber ja, naja, also dann bin ich runtergefahren nach Hualien, a la Playa. Und dann war es wieder sonnig und wieder über 30 Grad und das Leben ist schön. Dann bin ich runtergefahren, bam, bam, bam. Manchmal an der Küste entlang, manchmal an der Nebenstraße, die Nummer 9, also manchmal die Nummer 11 an der Küste runter oder parallel dazu die Nummer 9. Ja, genau. Also es gibt ja von Hualien südlich runter zwei Wege, die man nehmen kann. Eine ist direkt an der Küste, richtig, die bin ich auch mal gefahren, sogar mal mit dem Fahrrad. Und eine, die ist dann nebenan, ist dann auch ein bisschen bergiger, ist noch in so einem Tal, wo links und rechts so Gebirgskämme sind. Und da kann man sich halt, je nachdem, wenn man die Küste eher mag oder das Tal, dann so ein bisschen entscheiden, wo man lang fährt. Also man kann auch immer wieder die Routen wechseln, habe ich gehört. Ja. Genau, habe ich auch gemacht. Ne? Also da gab es ab und zu so Verknüpfungspunkte, die beide Routen verknüpft haben. Die Nummer 30 und die Nummer 23, also ab und zu könnte man entweder an der Küste runter oder drinnen runter. Ne? An der Küste habe ich mehrere Surfers begegnet, aus Frankreich, aus England, Leute, die dort wohnen. Also es gibt viele Expats. Sogar ein Künstler aus Spanien, der in Taitung seit vielen, vielen Jahren wohnt. Und der ist Spanier, aus Santander, um die Ecke vom Baskenland. Ne? Also dass dieser Künstler dort wohnt seit so vielen Jahren, war wirklich beeindruckend. Wir haben zusammen Mittagessen gehabt, also wir sind so zufällig getroffen. Die Leute dort sind sehr easygoing und es ist wirklich eine Freude. Ne? Ja, es ist auch so ein bisschen ein Aussteigerparadies für Leute, die mal länger, die Bohemians, die so ein bisschen das Surfer- oder das Aussteigerleben an der Küste eine Zeit lang suchen, für die ist das auch immer so ein Geheimtipp. Davon findet man einige dann in dem Bereich. Ja, richtig. Ja. Ja. Und kam das Beste ist eigentlich weiter runter. Ne? Also ich könnte von irgendwie, bevor man in Taitung ankommt, da gibt es eine neue Route von Chenchong nach Kaohsiung. Das ist eine neue Route über die Berge. Aber einmal, ich war schon ein bisschen müde von Kurven. Ich hatte keine Lust mehr auf unter 0 Grad zu sein. Und ich hatte auch ein paar Überraschungen mit gesperrten Straßen. Anscheinend ist das eine komplett neue Straße von Chenchong nach Kaohsiung über die Berge, also von Ostküste nach Westküste nochmal. Und ich habe mit denen telefoniert kurz, mit meinem armen Chinesisch, und sie meinten, die Straße wäre geöffnet, aber dann gesperrt, aber dann geöffnet, und dann habe ich gedacht, bah, mañana, dann bin ich doch weiter zum Süden gefahren, und ja, ich habe diese Route nicht gemacht. Aber es war eine tolle Entscheidung,
Weil dann bin ich ein bisschen spontaner gefahren. Also bis jetzt war das ein bisschen so meine deutsche Seite, so strukturiert. Ich hatte einen Plan, ich wusste ungefähr ganz genau, wohin und wie. Aber ab dem Moment bin ich dann wieder spanisch geworden. Und ja, dann habe ich mir ein bisschen so die freie Wahl genommen, worauf ich so Lust hatte. Und ich habe eine tolle Ecke entdeckt. Also wenn man runter nach Daru, da so wie groß Daru fährt, da gibt's ein paar Tipps, also Daru, dann Darren, von Darren auf die andere Seite, auf die andere Küste, anstatt die Nummer 9 zu nehmen, wenn man die 9 bis, nehme ich an, also die 9, eine andere 9 parallel dazu über die Berge, kann man runter durch die 199 fahren, Richtung Wan Haiting und Alingyi und gewisse Orte da unten, so local indigenous communities, super welcoming, Shuhai, das ist fast Genting, aber die rechte Seite von Genting sozusagen, also die östliche Küste. Die Straße 26 ist fantastisch an der Küste entlang, also da gibt es fast niemand, nur Wellen, Sonne. Es ist ein Paradise. Ja, und dann bin ich nur Nebenstraßen gefahren, 200, aber dann so wirklich so viele Nebenstraßen, wie ich konnte. Und irgendwann mal war ich unten in Genting und ich glaube, ich habe irgendwo da unten geschlafen. Die linke Seite von Genting, also Hengchung und Checheng. Das Ganze da ist extrem touristisch, ne? Da wurde viel, viel gebaut. Und dann habe ich habe mit ein paar Leuten gesprochen. Ich meinte, die andere Seite wäre sehr schön. Und das sind Leute aus Taipei und Taichung. Die haben Häuser oder Ferienhäuser da unten und sie waren noch nie auf der anderen Seite. Sie waren beeindruckt und sie meinten, wieso bist du hingegangen? Und ich meinte, ja, es ist nur eine Stunde oder ein paar Stunden weit von hier und es ist wunderschön, oder? Mhm. Aber gut, ja, das war sehr, sehr interessant und dann war die Reise zu Ende. Ne? Dann bin ich nach Taipei zurückgefahren. Mhm. Wow, Sergio, ich muss sagen, du hast das wirklich sehr gut geschafft. In 18 Minuten wirklich mal eine Fahrt von Nord nach Süd. Das hat noch keiner meiner Gesprächspartner geschafft. So kompakt, so interessant, so uns mal darzulegen und auch so die ganzen Straßenabschnitte eben nummeriert uns mal so ein bisschen zu erklären. Und ich könnte auch noch lange mit dir darüber reden, auch die Eindrücke, die du unterwegs genommen hast. Und das ist vielleicht auch mal Stoff für einen zweiten Teil, für ein zweites Interview. Leider sind wir aber jetzt schon mit der Zeit schon hier am Ende. Und wir müssen dann auch zum Schluss kommen. Ich hoffe, unsere Hörerinnen und Hörer, deutschsprachigen Hörer, die Taiwan interessiert sind, haben so ein paar Einblicke bekommen, wie man in Taiwan gut über Nebenstraßen reist. Und ich wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch einen schönen Tag. Sergio, möchtest du noch was sagen? Ja, ich wollte mich nur bedanken für die Gelegenheit, dass ich über diese Reise sprechen könnte. Ich kann wirklich versprechen, dass ich, als ich in Taipei zurück war, durch meine Arbeit, Kohlenstoffspeicherung, ich habe alles sauber gemacht. Der ganze Kohlenstoff, nicht viel, aber alles, was ich so in der Reise emittiert habe, habe ich sauber gemacht und es war wirklich wunderschön und ich freue mich auf den zweiten Teil. Okay, und damit bedanke ich mich und sage Tschüss an alle Zuhörerinnen und Hörer.